Jo, da sind wir wieder bei Harry Potter und der Stein der Weisen auf dem Weg ins Finale. Wir kämpfen uns durch zu Voldemort. Doch im Augenblick muss ich erstmal den Ausgang suchen. Da ist er. Weiter geht's. Den Frosch nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Und dann sehen wir, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt. Okay, ein Riese. Nein, erwacht auf! Halt durch, er ist noch benommen. Ich versuche, den richtigen Zauberspruch herauszubekommen, um die nächste Tür zu öffnen. Es wäre besser, wenn er nicht aufwachen würde, denn dann bekommen wir großen Ärger. Zaubere all diese Gegenstände aus seinem Weg! Ja, das machen wir doch glatt, ne? Also, wir starten jetzt. Ab geht's. Der Troll oder dieser Riese oder was das auch immer ist, Leviosa! kommt uns langsam hinterher marschiert. Wir müssen diese ganzen Teile hier außen. Ah, ich hab's gewusst. Verdammt. Natürlich kann das. Ja, genau. Donner mich an, Alter. Donner mich an. Und wir starten einfach nochmal und tun so, als wenn das nie passiert wäre. Denn wir sind ja Profis durch und durch. Ach du Heilige. Zum Glück haben wir hier gespeichert, ey, sonst müsst du diesen ganzen Crap nochmal von vorne machen. Also, das finde ich ja jetzt richtig. Ach Scheiße. Verdammt. Jetzt bin ich ja wieder hier hochgelatscht. Oh Mann, ey, das ist wieder mal total profimäßiges Verhalten von mir. Aber kein Ding. Wir drücken das jetzt ja einfach mal weg, weil wir haben den ganzen Crap ja eben schon mal gehört. Halt Ja, durch, okay. Er wacht auf, alles klar. Alles wegräumen, Zauberer! schon klar. Ich hab das schon verstanden. Komm schon. Los geht's. Jetzt räumen wir das mal ein bisschen besser weg hier. Leviosa! Gut, ich habe jetzt nicht mehr gewusst, dass ich die ganz sanft auf den Boden setzen muss, weil der Scheiß uns umkippt. Das ist blöd. Leviosa! Wingardium Leviosa. So, an den Rand damit. Zack. Boah, ich dachte eben, das wäre zu laut gewesen, aber nein. Hat geklappt. Wingardium Leviosa! Langsam räumen wir einfach alles beiseite. Vor allem, wir hatten das in die Mitte da gestellt. Oh Wingardium mein Gott. Der kommt näher. Was will der Typ von uns? Geh weg. Er kommt immer Leviosa! näher. Komm, 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 komm. Weiter geht's, weiter. Ist das der Letzte? Leviosa! Nein, da hinten ist noch einer. Komm runter. Zack. Und den letzten nehmen wir auch noch mit. Leviosa! Oh Gott, der kommt langsam verdammt nah, der Typ. Oh Gott. Oh Mist, hat er mich jetzt erwischt? Ja. Gut, das war ziemlich unfair, fand ich jetzt, weil er war meiner Meinung nach noch ein kleines Stückchen weiter weg. Und wir starten noch einmal und können alles von vorne machen. Nur wegen diesem letzten Teil. Ja, verdammt, dieses Mal wäre ich beinahe wieder da hochgelaufen. Aber bei dem anderen Geheimgang, da war das ja so, dass wir oben rum abhauen mussten. Ich muss schon sagen, das hat mich jetzt schon ein bisschen geärgert. Das fand ich jetzt ein wenig mies. Denn der war eindeutig noch ein Stückchen weiter weg. Oh nein, halt Und durch! auf einmal geht er da so ab. Zauberer! Das ist nicht fair gewesen. Jetzt komm. Der kam auf einmal nämlich ziemlich nah ran. Vorher war er immer noch so. Leviosa! Und jetzt ist er noch ziemlich weit weg. Und dann kam er schon bedrohlich nahe auf einmal. Das ist mir auch aufgefallen. Leviosa! So, einfach mal kurz an. Ey, die Sichtwechsel da sind immer ein Mist. Komm. Wingardium Leviosa!
Rosa. So, da geht's hin. Weiter geht's. Wingardium Leviosa. Hat er schon wieder angetrampelt? Wingardium Leviosa. Und wir zaubern hier einfach mal einen Stuhl beiseite. Was für eine Action. Wingardium Leviosa. Dieses Mal könnten wir das vielleicht sogar schaffen. Das ist der letzte. Wingardium Leviosa. Ja, dieses Mal sieht es ein bisschen besser aus. Komm, beiseite mit dir, du Stuhl. Ich habe das letzte Ding übrigens mal im Weg stehen gelassen. Und bin hier hintergelaufen. Und er killt dich denn trotzdem. Keine Ahnung. Aber er killt dich dann halt trotzdem. Vor allen Dingen, er hat sich ja hier auch eben noch festgehalten, ne? Also, jedenfalls sah es so aus. Als wenn er sich festhalten könnte. Das war knapp. Mal sehen, was als nächstes kommt. Vor allen Dingen, dass sie auch immer durch die Türen da durchgehen. Du musst den Becher mit dem Ritter und dem Schild wählen. Hast du das Symbol auf dem Schild gesehen? Es sieht aus wie ein Eiszaubertrank. Genau das wirst du brauchen, um durch das Feuer zu kommen. Und mir die Tür dann immer von der Nase zumachen. Das ist auch total genial. So, pass auf, das Ding ist in der Mitte. Links, rechts, Mitte, links, rechts. Ach nee, Mitte. Links, rechts. Links. Mitte. Links. Bäm. Oh Gott, der will sogar fighten, der Typ. So, wie das geht. Achso, warte mal, so. Dann schlägt der Typ nach mir. Und dann macht er noch. Macht er nicht. Was ist denn das, Mann? Hä? Hat er nicht einmal sonst. Also, ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Also, jetzt. Okay. Alter. Oh, das ist so mies. Au. Ey, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? Komm her. Ey, jetzt hat er die Sicht rausgenommen. Wie mies. Alter, wieso nimmst du denn andauernd die Sicht raus? Das gibt's doch nicht. Ich raff den Typen nicht. Ich bin da echt zu blöd. Jetzt. Wo kommen wir jetzt hier? Gut. Ich glaube, das war zwar nicht so, wie es sein sollte, aber fragt auch keiner mehr nach. Jetzt trinken wir den. Aber es gibt nur einen einzigen Zaubertrank. Ich fürchte, du musst alleine weitergehen. Ich werde zurückgehen und Hilfe für Ron holen. Sei bitte vorsichtig, Harry. Das hört sich auch immer ziemlich geil an mit dem Geräusch hier. Das mag ich schon sehr. Ab durch die Mitte. Dieser Trank ist wirklich ziemlich genial. Also, den hätte man auch irgendwie öfter einsetzen können. Gut, hier haben wir noch einen Durchgang. Aber ich weiß gar nicht, ist hier auch noch ein Geheimgang oder gibt es hier keinen? Also hier gibt es auf jeden Fall einen Frosch. Sonst noch was Spannendes? Noch ein Frosch? Ne, den Geheimgang gibt's hier nicht. Egal, dann werden wir einfach mal weiter durch die Mitte. Ich habe mich schon oft gefragt, ob ich dich hier antreffen würde oder nicht, Potter. Du bist viel zu neugierig, um am Leben zu bleiben. Gut, da haben wir natürlich die ersten Locker-Auer platt gemacht. Und bei dem haben wir natürlich Probleme. Das ist klar. Na gut, das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt. Bäm. Und noch ein, komm.
Na, komm doch her, Mann. Nein, verdammt. Jetzt haben wir ihn mit abgeräumt. Er schießt wieder mal. Nur mal hier. So, sammeln wir mal ein, das Teil. In diesem Zustand können wir den Typen nicht platt machen. Der muss sich gleich mal zeigen. Da tut er. Und dann können wir ihn natürlich prima abschießen. Aua, da hat er uns getroffen. Ich befürchte, dass ich gleich wieder... Ach, verdammt. Ich gleich wieder hops gehe. Komm. Zack. Jetzt. Jetzt schlägt er gleich zweimal. Da ist es schon halt. Und wir schießen nochmal drauf. Das geht so lange weiter, bis er sogar dreimal ist. Okay, da schlägt er schon dreimal und wir haben ihn weggehauen. Alles stürzt ein. Verdammter Potter! Aber Meister, es war doch nicht meine Schuld. Ja, renn, solange du noch kannst. Wir sind hier nämlich jetzt auf der Spur. Wir hängen dir am Hacken, Digga. Du kannst einfach nur noch reinpacken, ey. Letzter Trank. Und dann wird er einfach mal zerstört. Der Voldemort. Da ist er. Nee, Gap. Der Spiegel. Und der Stein der Weisen. Mit dem Zauberstab einfach mal weggeswitcht. Harry Potter, gib mir den Stein. Ich weiß, dass du ihn hast. Lass mich zu ihm sprechen. Von Angesicht zu Angesicht. Aber Meister, ihr seid nicht stark genug. Ich habe genügend Kraft dafür. Gib mir den Stein. Kannst du selber einen Stein suchen, Mann. Geh weg. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Ah, so war das. Das Ding, also wir müssen die Talle jetzt immer auf ihn fallen lassen. Ja, verdammt. Das ist natürlich auch immer ärgerlich, wenn die hier so ein... Oh, Mist. Komm, weg, 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 weg. So, das Ding kippt auch auf ihn drauf. Diese grünen Dinger, die er immer schießt, die verfolgen einen. Auch ziemlich nervig. Das Zeug hier, diese grüne Schnodderkram, hier, geh weg damit. Komm her, Mann, stell dich da hin. Und da gibt's die volle Packung. Das ist, glaube ich, in drei Elemente oder so, also in drei so eine Etappen aufgeteilt. Das erste ist eben das hier, dass wir ihn verdammt. Und aua, hat er mich wieder getroffen. Der Penner, ey. Okay, wenn man da zu schwach gegenschießt, dann kippen die Teile natürlich nicht um. Das ist. Blöd. Aber wir sind noch auf einem ganz akzeptablen. Mann, komm doch her. Bam. Oh, verdammt, ey. Nein, ey. Oh, das gibt's nicht. Wenn sein Zauber immer im Weg ist. Das ist so nervig. Komm einfach mal her, Mann. Geh doch weg mit deinem Wickel hier. Komm. Auf da. Müsste gleich die nächste Etappe kommen. Du willst dich mir schon noch freuen, Potter. Du kannst nicht entkommen, Potter. Gib mir den Stein. Ich warne dich zum letzten Mal. Alter, komm doch her, Mann. Hol dir doch den Stein. Das
Jetzt muss er da nur noch lang gehen, im Endeffekt. Und dann schießen wir da mal volle Sonne durch. Aua, okay, stimmt ja, er kann ja auch schießen. Oh Mann. Aber wenn wir so stehen, ist natürlich schlecht, dann können wir nicht schießen. Weil das Ding muss natürlich durch den Spiegel durchgehen. Oh, jetzt beiseite, komm. Gott. Mach was. Also wir müssen einmal gegen den Spiegel gegenschießen. Dann springt das Teil an und dann müssen wir nochmal volle Kanne durchschießen. Um ihn zu treffen. Ja, wenn wir so stehen, dann geht das eben nicht. Dann schießen wir nur gegen die Kante vom Spiegel. Und das bringt nichts. Jetzt mach doch endlich deinen Mega. So, komm. Schieß. Prima. Einmal gegenschießen, um das Ding anzuwerfen. Und volle Kanne durchballern. Bam. Läuft. Dass wir immer so wenig Energie haben, ey, das ist schon störend. Komm jetzt her. Schieß. Bam, hat er vorbeigeschossen. Ist auch nichts Neues. Und erneut, einmal gegen den Spiegel schießen. Und gegen ihn, gegen ballern. Mann, wir ziehen ihm ja echt viel ab. Also Harry Potter war eigentlich immer so ein Spiel, das hat man, also das hat man ja jetzt, ich glaube wir haben 3-4 Stunden, also 3,5 Stunden oder so haben wir nachher im Endeffekt gebraucht. Das ging eigentlich. Harry Potter war so ein Spiel, was man als kleineres Kind eigentlich auch durchspielen konnte. Also es gab da schon andere Spiele, wo ich mehr Schwierigkeiten hatte. Bei Harry Potter war das immer, gib mir den Stein. Bei Harry Potter war das halt immer, dass man da zwar das ein oder andere Mal hops gegangen ist, aber es gab nie das Problem, dass man da nie weitergekommen ist oder so. Oder dass ein Gegner zu stark war. Bam, komm. Also wir müssen mit Viereck jetzt die Energie immer wieder neu auffüllen. Und mit X kriegt er dann die Packung ab. In der Zeit versucht er natürlich uns die Energie zu rauben. Und, na, jetzt hat er es wieder nicht genommen. Das erinnert so ein bisschen an die Nummer, wo wir gegen Malfoy das erinnert mich da holen sollten. Da hat er nämlich auch manchmal Viereck oder sowas angezeigt und dann hast du es gemacht und er nimmt es einfach nicht. Komm jetzt. So, der hat aber wieder gesessen. Können wir uns wieder auffüllen. Also ich muss schon sagen, so dieses Grün gefällt mir eigentlich ziemlich bei dem Harry Potter Zeichen. Na komm her. Mann, das gibt's doch nicht. Wieso nimmt der das denn immer nicht? Ich kann euch sagen, das geht wieder mal auf den Daumen. Komm her. Einmal noch, wa? Schaffen wir doch, oder? Komm her. Gott. Feuer frei. Bang. Und wir fallen mal wieder in Ohnmacht. Wir fallen echt oft in Ohnmacht, das muss ich immer so sagen. Vor allen Dingen auch dieser große Raum. Und dann steht da ein Spiegel drin. Ja, das war soweit Harry Potter. Dumbledore lächelte. Was unten in den Kerkern zwischen dir und Professor Quirrell geschehen ist, ist zwar vollkommen geheim, doch natürlich weiß die ganze Schule davon, sagt Der Stein wurde zerstört. Aber Harry meinte, dass Voldemort möglicherweise versuchen würde, auf einem anderen Weg zurückzukommen. Dumbledore nickte, denn auch er befürchtete dies.
Vielleicht haben wir seine Rückkehr an die Macht nur hinausgezögert. Aber wer weiß, vielleicht schafft er es auch nie mehr, wieder an die Macht zu gelangen. An diesem Abend ging Harry allein den Weg hinunter zum Jahresabschlussfest. Die große Halle war in den Farben der Slytherins, grün und silber, ausgeschmückt. Denn sie hatten in diesem Jahr den Hauspokal gewonnen. Als Harry hereinkam, trat plötzlich Schweigen ein. Er setzte sich zwischen Ron und Hermine und versuchte, die Schüler nicht zu beachten, die ihn alle anstarrten. Das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal. Im Moment scheint es, als hätte Slytherin die meisten Punkte, erklärte Dumbledore. Vom Tisch der Slytherins brach ein Sturm aus Jubelrufen und Fußgetrappel los. Ich möchte jedoch Mr. Harry Potter für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut 60 Punkte geben, sagte Dumbledore. An Harrys Tisch brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Aufgrund der zusätzlichen Punkte hatte Gryffindor den Hauspokal gewonnen. Es war der schönste Abend in Harrys Leben. Schöner noch, als im Quidditch zu siegen oder Weihnachten oder Bergtrolle erlegen. Niemals würde er diesen Abend vergessen. Das war Harry Potter und der Stein der Weisen. Wir sind durch das Spiel. Also ich muss sagen, mir hat das auch sehr gefallen, also für ein PlayStation 1 Spiel war das schon damals eins der besseren. Und allgemein war das auch ganz cool, wenn man ein Spiel spielen konnte, was zu einem Film war. Das fand ich früher immer ganz cool, wenn man irgendeinen Film hatte oder so, den man gesehen hat. Und dann gab es dazu ein Spiel, wo man das nachspielen konnte oder so. Abgesehen davon ist der erste Teil auf jeden Fall eine ganz interessante Story, so. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Einfach mal als Info noch für zwischendurch. Das ist jetzt Harry Potter und der Stein der Weisen. Dieses LP ist nun abgeschlossen. Mirror's Edge ist bereits abgeschlossen. Und derzeit läuft noch Heavy Rain. Und da jetzt Harry Potter abgeschlossen ist, wird auch ein zweites LP sich zu Heavy Rain dazugesellen. Aber was das ist, weiß ich im Augenblick noch nicht. Ihr habt also einige und ihr werdet das dann bestimmt demnächst sehen, was es ist. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat euch Spaß gemacht und ich sag einfach mal ciao!
Herren, wollen wir mal sehen, wer in diesem Jahr den Hauspokal gewinnt. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte.